Hallihallö und herzlich willkommen zurück zum Trollreport Live-Bericht. Festreste essen. Es geht heiter weiter. Die Speiseplatte ist noch mehr als halb voll, möchte ich mal sagen. Wir haben schon ganz gut Progress gemacht, aber da steht noch einiges an, was es hier runter zu schlingen gilt. Und heute werden wir uns mal intensiv mit dem Farmers Market auseinandersetzen. Warum? Ja, wir sind auf der Suche nach Bienenaule. Das klingt vielleicht merkwürdig, ist aber so. Um den Lazarus-Vektor zusammenzutackern, müssen wir verschiedene Ingredienzien finden. Also gut, wir suchen theoretisch auch destilliertes Wasser, aber halt eben auch Chlorophyll-Lösung. Die haben wir jetzt in Arcadia bereits großteilig eingesammelt. Wenn ich mich recht entsinne, haben wir sogar von ihr hier gerade noch die letzte Packung bekommen, die wir noch gebraucht haben. Das ist also erstmal gesetzt, aber destilliertes Wasser muss noch her und halt Bienenspucke. Und ich muss gestehen, heute in der Mittagspause schoss es mir mal wieder durch den Kopf, wo kriegt man eigentlich, also wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde und aktiv nach Bienenspucke suchen würde, wo würde ich die herbekommen? Kannst du schlecht zur Imkerei gehen, irgendwie mit so einem Wattestäbchen und sagen, ich muss mal bei deinen Flugviecher hier die Mandibeln putzen und dann so mit dem Wattestäbchen drüber streichen und dann wird das gut. Und da fiel mir aber eine Sache ein. Das wäre doch natürlich genial, wenn wir hier zufällig im Farmers Market irgendwie so ein, ja, das kleinste Fußballfeld der Welt finden, weil, sagen wir mal, nirgendwo wird so viel auf den Boden gerotzt wie beim Fußball. Ja, wie das so ist, wenn man manchmal so die Idee hat, ne, dann geht irgendwie das Neuronen-Kalypso los und ich habe mir dann tatsächlich vorgestellt, wie man so 11 kleine Mini-Bienen hat, deren Flügel irgendwie so arretiert sind, dass sie nicht einfach wegfliegen, weil es langweilig wird, da so ein bisschen den Debele geben und sich einfach verzischen, sondern dann schönartig spielen und alle so kleine Trikots anhaben, wo dann auch ihr Name draufsteht und hatte mir da mal überlegt, was wäre so meine persönliche Best-of-Bienenmannschaft, so mit der ich dann quasi zum, was weiß ich, Drohnen-Cup oder sonst was dann gehen würde. Und ich kann das hier mal kurz präsentieren. Im Tor hätten wir auf jeden Fall Eike Immer, ganz klar. Nektar würde im Abwehrbollwerk links das Ding sauber halten. Innenverteidigung Kyriakos Papapopoulos zusammen mit Mats Hummel, Leihgabe aus der Schwergewichtsklasse. Auch rechts verteidigt das Gelsenkirchener fleißige Bienchen Olaf Drohn. In der Schaltzentrale im defensiven Mittelfeld arbeitet, schaltet und waltet Matthias Summer. Und weil wir eine sehr, sehr offensive Aufstellung fahren, haben wir dann bereits schon die Flügelzange bestehend aus Jonathan de Busman und Uli Honig. Weil die beiden aber schon ein bisschen älter sind, ist es nicht ganz klar, ob die wirklich die vollen 90 Minuten absolute 100% abrufen können. Haben wir auf der Bank dann natürlich auch noch Max Maja und Tobias Willisch sitzen, die wir dann im Falle eines Falls einwechseln können. Und die Dreier-Sturmspitze wird gebildet von Jean-Pierre Poupard, Davor Zuckerwasser und Jürgen Bienzmann natürlich. Und jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen, also A, müsst ihr euch vorstellen, was in meinem Kopf vorgeht, dass ich mich tatsächlich hingesetzt habe und versucht habe, irgendwelche Fußballernamen zu googeln, wo man irgendwelche dämlichen Wortspiele bezogen auf Bienen oder zumindest im weitesten Sinne Insekten draufziehen kann. Aber ich mag tatsächlich die Vorstellung, wie man beispielsweise so eine kleine Eike-Imme-Drohne so hinten im Tor stehen hat und die hat dann so auf beiden ihren Fühlern oder meinetwegen auch in den Mandibeln so kleine Torwarthandschuhe. Ich mag das. Kurz gesagt, ich glaube nicht, dass wir etwas derartig Awesomenes hier im Farmers Market finden werden. Bin aber guter Hoffnung, dass es trotzdem awesome wird, was uns hier erwartet. Ein Mann erschafft, während ein Parasit nur fragt, wo ist mein Anteil? So, immer rein in die gute Stube. Hier haben wir nochmal ein bisschen Skyline zum Gucken. Ist auch nett. The Big Game. Da ist jemand traurig. Vielleicht, weil das Big Game Katze. Guck mal, das sieht doch sogar ein bisschen aus. Okay, jetzt wird's weird. Das sieht wirklich aus wie eine Biene. Fuck me, das ist eine verdammte Biene. The Stingers. Okay, es ist jetzt natürlich American Football, wie wir sehen, oder Rugby oder dergleichen mehr. Nichtsdestotrotz finde ich das gerade ein bisschen problematisch. Ich schwöre wirklich, ich habe mir den Part hier nicht angeguckt. Ich habe ihn natürlich schon mal vor, wann hatte ich Bioshock das letzte Mal gespielt? Vor 6 oder 7 Jahren oder was? Werde ich ihn schon mal gesehen haben, aber irgendwie kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass irgendwie unterbewusst da noch irgend so eine Neuronenverbindung. Jetzt halt doch mal die Fresse da drüben, ich wundere mich gerade. Okay. Houdini-Sploiter. Lass dich researchen. Lauf nicht, weg, du Feigenuss. Mann, 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 Mann. Ist ja immer noch am Heulen hier. Wer meckert? Fuck. Ist auch Englisch für Ficken, ja. Hallo, sagt Cheese, kleiner Turret.
Wiederum keine Aufforderung, mich zu erschießen. Immersion. Ich tanke deine Schüsse eisenhart. Fuh, you. Du, also, die haben wir ja auch schon. Bam. So, jetzt habe ich den Schock erstmal ein bisschen wieder überwunden. Also wie gesagt, es ist jetzt bestenfalls denkbar, weil man kann ja schon fragen, wie kam ich denn ausgerechnet in meiner Mittagspause? Jetzt da drauf mit der ganzen Sache mit Bienen, aber das war tatsächlich über die Assoziation, wir brauchen Spucke und wer spuckt viel? Ja, diese als humanoide Wesen getarnten Lamas, die sich da Fußballer nennen. manchmal ist es weird. Na gut. Ich will die blöde Lampe nicht. Electric Bugs. Nice. Hat jetzt auf jeden Fall den Vorteil, dass meine merkwürdige kleine Einleitung nicht ganz so ein Non-Sequitur ist und aus dem Blauen kommt, ohne Sinn und Verstand. Nun gut. Wow, hi. Ach man, du, Leute, bleib doch mal läscher. Was haben wir hier Schönes? Batterie, ich nehme sie jetzt. Die andere habe ich schon weggepackt. Eveling 2, yay! Aber nein. So, neue Aufnahmesession, neues Glück. Hacke ich, solange ich noch Lust darauf habe. Danach muss es wieder die Auto-Hacks tun. Na, easy. Oder müssen wir aber einmal ordentlich drumrum argumentieren hier, ne? Hauptsache, das geht gut. You invent. Und dann. Ja, siehst du, haben wir nämlich schon gleich mal einen Fall. Habe ich jetzt keine Lust drauf. Können wir hier mal wieder einen reinhauen, weil wir schon wieder verflucht nahe dran sind an 500. Ja, gönnen wir uns mal einen Electric Bug. Der nächste Big Daddy kommt unter Garantie. Was ist denn euer Problem da oben? Ja, das ist noch sehr weit weg, gell? Security Expert 2, deine Gegner haben ihre Security geupgradet. Also musst du auch deine Hacking-Fähigkeiten upgraden. Hol dir Security Expert 2, den neuesten Schrei. Difficult when hacking turret bots. Achso, das ist gar nicht das, was ich dachte, was es ist. Na gut. Turret bots, cameras. Speedy Hacker, Hacking Expert. Nee, komm, ist okay. Dann nicht. Dann nicht. You won't touch me again. Again? Lady, dich würde ich nicht mit der Kneifzange anpacken. Hallo, kleiner Egon. Können wir dich nochmal fotografieren? Wo du jetzt so schön da dran bist? Nee. Ja, komm. Bipi. Es tut mir leid, kleiner Egon, aber du weißt, wie es ist. Könnte jetzt hier sonst jeder kommen. Ich glaube, ich will dich verbrennen, gell? Das ist eindeutig Feuer, das hast du super gut erkannt. Ja, das Feuer ist real. Huh. Halten wir fest, die Pistole performt jetzt nicht wirklich mehr. Wir müssen uns mittelfristig mal was überlegen. Ich habe übrigens das Gefühl, da hatte ich mich ja beim letzten Mal so ein bisschen gefragt, hier hast du gerade geblitzt, oder? Also, das ist die Pistole, gell? Drei Schuss, dann ist Schluss. Hier, okay, hier können wir nicht drüber hupfen. Warten wir kurz, bis er sich verknüselt. Zack. Machen wir per Hand. Läuft. Und zack. Und ab. Bzzzt. Nur für einen Fall aller Fälle, nicht? Lockbox of the Damned.
Eine Bandage. Bandagerie. Hier geht's auch lang. Just in case. Ich werde jetzt wieder etwas Gewagtes tun. Die Map aufrufen. Mal schauen, was passiert. Das war nicht das, was ich wollte. Geh weg. Und wie Sie sehen, sehen Sie... Okay, da geht's einmal im Kreis. Da könnte man also guten Gewissens auch nach oben gehen. Okay, also hier links geradezu, da geht's regulär weiter. Nix ist. Junior. Das Hacken ist des Jackies Lust. Es muss ein schlechter Überlebender sein, dem niemals fehlt das Hacken ein. Meine empirische Untersuchung machen, nach einem frischen Start in einer Aufnahmesession, wie viel ich hacken kann, bis es mich wirklich zu sehr anödet. Noch geht's. Aber kann man noch mal bei. Das sieht doch glatt wie eine Einladung aus, hier der Quatsch. Wait a second. Dad? Come here, you. Fuba. Was bist du? Wer bist du? Bist du was Cooles? Oh, du bist was Cooles. Ah, ne. War jetzt nur der Security-Bot. Du bist ein Thoggish-Sploiser. Dank dir, kleiner Egon. Das hast du super gut gemacht. Jetzt war ich hier so stolz, dass ich hier meinen Geheimgang gefunden habe. Wow. Nee, alle Dude. Zu euch komme ich später. Spielt erstmal eine Runde mit dem Splicer. Klingt, als würdet ihr genug Spaß haben, erstmal für den Moment. So, guck mal hier. Das ist nämlich die geheime Kiste. Oh, hey. Ja, sauber. Das hat sich ja mal gelohnt. Es ist ultra schwer. Hackbot. Liquid Nitrogen. Antipersonal Rounds. Okay, alles nicht ganz so relevant, aber ist in Ordnung. Chill, little lady. Eventuell will ich das Ding da nochmal benutzen. Mr. Bubbles? Oh, du bist auch eine Rosie, oder? Bleib locker, alle Dude. Ha! Habe ich beide drauf, Multiple Subjects und kriege hier einen schönen Schnappschuss. Rosie? Okay, aber hab ich doch schon. Ich bin die Little Sister, oder? Komm schon. Nicht die Rosie. Das wird wieder eine Rosie, oder? Jetzt Little Sister. Ah! Gibt wieder eine kleine Erhöhung für... Oh, guck mal, jetzt bummst das aber rein hier, du. Ja, sauber. Yikes. Mann. Er hätte treffen müssen. Und ich möchte bitte gerne meine Waffe wechseln. Dankeschön. Du wurdest ausgeschaltet. Firma Brass Typ. Oh, geil. Nicht. Traurig sein. Einmal gestreichelt. Schleudertrauma und alles ist besser. The little ones Thank have you. Never had anyone to look to, except to me. And I am not much to speak of. You give them hope. And for this, I am grateful. I'll send something to demonstrate that gratitude. Na, Tenenbaum hat jetzt, glaube ich, langsam so gerafft, dass sie und ich quasi dieselbe Partitur spielen. Sagt halt, naja, die Kleinen hatten nie jemanden, zu dem sie aufblicken konnten, an den sie sich halten konnten, außer bei Tenenbaum selbst. Und sagt, naja, sie ist da vielleicht irgendwie nicht die beste Ansprechperson. Aber jetzt komme ich ja mit ins Spiel. Und dafür ist sie sehr dankbar. Und die Dankbarkeit drückt sie uns aus, indem sie uns bestimmt wieder nettes Präsento hinterlässt am Gatherer's Garden, an einem nahegelegenen. Läuft. Pulling together. Zusammenreißen. The children. Their very long needles
Their tuneless songs, their ghastly errands, their ghoulish Frankenstein follies. But we've all placed our hand on the great chain of endeavor. My hand is on it. Fontaine's is on it. We all pull it and are pulled by it. Yes, these children are an abomination. But it is not my hand alone on the chain that created them. No. Their little fingers were right there, next to mine. Ja, was auch immer dich besser schlafen lässt, Kumpel. Also offensichtlich sind ihm die Little Sisters und die Big Daddies auch nicht ganz geheuer. Also diese kleinen Gestalten mit ihren Liedern, die sie singen, ihre schrecklichen Besorgungen, die sie erledigen, wenn sie dann mit dem Spritzen durch die Gegend rennen, ihre Frankenstein-mäßigen Väter, Big Daddies. Natürlich sind das alles Monstrositäten, aber alle haben quasi ihre Hand an der großen Kette, an der Great Chain. Andrew Ryan hat's, Fontaine hat's. Und er sagt halt, na, also es waren nicht meine Finger allein, die die Little Sisters erschaffen haben. Ihre kleinen Finger sind direkt an der Great Chain neben meinen. Versucht er vor sich selber mit seiner dämlichen Great Chain-Ideologie. Ein bisschen auch die Verantwortung oder die Alleinverantwortung, die er ja natürlich nicht hat. Wir wissen, Fontaine war ja ganz dick im Business, was Plasmide und was Adam und der ganze andere Kram angeht. Er sagt, ja, gar nicht, alles mein Fehler. Das haben wir alle so gewollt, das wird jetzt so gegessen. Du hast aber mich gemacht. So. His light shineth even down here in the murk. Oh Gott, schon wieder die Eiferer. Wenn er jetzt gleich wieder anfängt mit Jesus loves me more than most. Hey, Hibbidi Hobbidi, was geht ab? I send you for... Hm. Run! I'm his hammer and his tongue! So, das wollten wir aber beim letzten Mal testen. Ja, genau, das war nämlich das Problem, wenn wir ihn zerspratzen lassen. No more pistol rounds. Dann haben wir einfach schlichtweg das Problem, dass wir anschließend nicht mehr gut... Bye. No. Ah, kostenloses Medikament, was soll's. Dass wir im Anschluss nicht mehr seine Leiche looten können. Das ist uns natürlich ein Gräuel, solches. Deshalb lassen wir das einfach mal. Ja, nochmal. Naja, komm. Ich muss gestehen, ich weiß auch nicht mehr hundertprozentig, was denn nur eigentlich der Vorteil ist. Also klar, er kann sich nicht bewegen, wenn wir ihn hauen. Was ja erstmal eine gute Sache ist. Pistol Round könnten wir uns noch ein paar holen. Ja, komm. Eine. Einfach. Weil wir können Hä? Bist du eine Ungehackte? Nope. I'm but a shadow in the night. You won't see me come. You won't see me vanish. Komm. Auf der Heck. Wir haben ja gerade noch mal schön ein paar Shell Casings aufgenommen. Da können wir jetzt auch mal raushauen hier. Naja, gut. Und ab. Aber da schönes drin für uns. Armor Piecing Round. $48 und ein Empty Hype. Hypo. Okay. Aber wieder eine Geheimtür, da muss ich wirklich... Au. Oh. Ew. Wer macht denn sowas? Haben sie die Leute hier weggehängt? Ha. Aber das war's ansonsten, ja. Unschön. Little Fontaine's Little Sister's Orphanage. Bring big smiles to little faces. Kommen wir hier irgendwie rüber? Ich hätte schon Bock, da irgendwie da reinzugehen, ne?
Somehow. Ah ja, geht. Schau hier. Fat Monado scheffeln. Battery and Glue. Bisschen Film. Yo, der Käse ist ranzig, Leute. Was ist hier los? Back. Kaffee ziehen. Hier ist schon wieder so eine Tür. Das kann man doch so leicht übersehen. Ah, guck mal. Desperate Times. Sehr gut. Is that you? Dr. Su Chong, frankly, I'm shocked by your proposal. If we were to modify the structure of our commercial plasmid line as you propose, to have them make the user vulnerable to mental suggestion through pheromones, would we not be able to effectively control the actions of the citizens of Rapture? Free will is the cornerstone of this city. The thought of sacrificing it is abhorrent. However, we are indeed in a time of war. If Atlas and his bandits have their way, will they not turn us into slaves? And what will become of free will then? Desperate times call for desperate measures. Huh. Häuptling gespaltene Zunge. Dr. Su Jong, von dem haben wir ja schon eine Weile nicht mehr gehört. Der hat Andrew Ryan offensichtlich eine Offerte gemacht. Und zwar besteht die Offerte darin, dass die von Ryan Industries hergestellten Plasmide derartig verändert werden, dass die Nutzer anschließend empfänglicher werden für mentale Beeinflussung, Hypnose etc. Und zwar ganz spezifisch durch Pheromone. Da hat uns Atlas ja schon vorgewarnt, dass das genau der Art und Weise ist, wie Ryan uns hier die ganze Zeit irgendwie Splice auf den Hals schickt und alles und jeden kontrolliert. Hält seinen ersten Monolog von wegen, das ist doch widerwärtig. Oh, okay, hi. Wo kommen die denn jetzt alle her? Was wollen die denn? Was wollt ihr? Die Freaks. Okay. Okay. Scheiß Leiterhead-Splicer. Jetzt mal wenigstens Houdini-Splicer wäre, dann könnten wir den hier noch irgendwie noch ein bisschen ablichten, aber. So ist das ja ein bisschen witzlos. Warum sehen die eigentlich auch alle so angeknuspelt aus? Okay. Dieser Song ist ab jetzt indiziert. Schwere Strafen. Strafrechtlich relevant. Wo bist du? Das hast du dir selber zuzuschreiben. Solltest du inzwischen rumgesprochen haben, wie ich zu diesem Song stehe. Ah, destilliertes Wasser. Yay. 1 von 7. Gut, okay. Und noch eine Chlorophyll-Solution, weil, warum auch nicht? Ein Cremetörtchen. Ja, wie gesagt, Ryan hält da erstmal einen länglichen Vortrag. Ja, der freie Wille, das ist der Grundstein für ganz Rapture. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir das aufgeben? Dann jedoch wieder. Wenn man es mal so sieht, sind wir gerade in verzweifelten Zeiten. Und wenn Atlas und seine Schergen, ja, wenn die ihren Willen bekommen, dann werden sie uns alle versklaven. Und was passiert dann mit dem freien Willen? Naja, verzweifelte Zeiten erfordern manchmal verzweifelte Maßnahmen. Wendehals! The Little Sisters Orphanage. In troubled times, give your little girl the life that she deserves. Boarding and education free of charge. After all, children are the future of Rapture. Hallo. An der Kiste hat er Kerosin. Kerosin ist doch letztendlich auch nur der Alkohol der Natur. Macht auf jeden Fall auch lustig im Kopf, wenn man es trinkt. Oh, also halten wir fest, ab jetzt gilt ganz klar, wer das lustige Jesuslied singt, ist sofort Fukos. Heißt das sofort Seek and Destroy. Jetzt nicht wegen Jesus, aber das Lied ist sehr, sehr schlimm. Bist du cool oder bist du Lappen? You shall know, I... Fuckish Splicer. Ich sehe schon daran, wie schnell er umfällt. Nochmal ein bisschen Distille hier. You invent. Das ist korrekt. So, dann machen wir uns hier mal auf regulärem Wege den You Invent auf und füllen mal noch ein bisschen Autohack-Gelöt nach. So, Automatic Hack Tools 5. Machen wir uns zusammen, gar kein Problem.
Kiste. Hypos. Ich hätte wirklich super Bock, das mitzunehmen, aber es geht nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, in Bioshock 2 gibt es eine Möglichkeit, die halt auch zu verschießen. Diese Stopperdrähte, elektrifizierterseits. Ich weiß gar nicht, ob sie die hier schon drin hatten oder ob das eine reine Sache ist, die nur Gegner machen dürfen. Stampfi. Stampfi, hast du was bei für uns? Ein kleines Schwesterle. Nope. Es gibt offiziell auch nur eine hier, okay. Dann wollen wir auch nicht gierig sein, dann nehmen wir das mal hin. Ah, der erste Kontakt. On my walk today, I had my first encounter with a pair of them. He, a lumbering palooka in a foul-smelling diving suit, and she, an unwashed moppet in a filthy pink smock. Her pallor was off. Green and morbid. There was a rather unpleasant aspect to her demeanor, as if she were in an altogether different place than the rest of us. I understand the need for such creatures. I just wish they could make them more presentable. They make me hit everything I see! They make... Okay. Ja. Andrew Ryan berichtet davon, von seinem ersten Kontakt. Dad? Here it is! Bist du hier in Houdini? Houdini-Spleuser! Hey! Sehr schön. Ah, es hätte ein Action-Shot sein können. Ist es auch. Nice. Wir sind ja quasi Kollegen. Ich bin nämlich auch ein Zauberer. Ich kann nämlich machen, dass du verschwindest. Und jetzt kommt das Prestige. Tada! Er scheint nicht begeistert von meiner Zauberkunst. Aber gut, ich finde sie sehr effektiv. Ich zaubere ausschließlich mit meinem Magic Boomstick. Alright, wo waren wir? Achso, ja, Andrew Ryan erzählt von seinem ersten Zusammentreffen mit einem Paar, also mit einem Big Daddy Little Sister Pärchen. Und beschreibt halt, das Verhalten der Little Sisters war irgendwie merkwürdig. Andersartig, wo ist a little bit off. Grünliche und morbide Gesichtsfarbe. Er versteht schon den schlicht rationalen Bedarf an diesen Kreaturen. Er wünscht sich halt bloß, dass man sie etwas präsentabler gestalten würde. Das ist aber auch wirklich unhöflich von den Little Sisters und Big Daddies, dass sie sich freiwillig zu dem machen lassen, was sie da sind. Und dann auch nicht mal den Anstand haben, dabei hübsch auszuschauen. Ich sag dir, das Volk ist... Oh, Parasiten, alles Parasiten, schwöre ich. One of the children came and sat in my lap. I push her off, I shot, get away from me. I can see the Adam oozing out of the corner of her mouth, is thick and green. Her filthy hair hanging in her face, dirty clothes, and that dead glow in her eye. I feel hatred like I never felt before. In my chest, bitter, burning fury. I can barely breathe. And suddenly I know. It is not this child I hate. Das ist EQVox. Ich habe nur nachgeguckt, dass auch die Werbung nach das EQVox, aber das Audio Diary, was wahrscheinlich mit der Technologie EQVox aufgenommen wurde, heißt ja Hatred, Hass. Und Tannenbaum beschreibt, wie eine der Little Sisters sich irgendwie spontan auf ihren Schoß gesetzt hat. Sie hat versucht, sie wegzuschubsen. Die ganze Gestalt, irgendwie das Adam tropfte grün, schleimig aus ihrem Mund. Ihr dreckiges Haar hing ihr ins Gesicht und hat sie in dem Moment einen Hass verspürt wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Er hat allerdings eine Weile gebraucht, um zu realisieren, dass den Hass, den sie empfunden hat, dass der nicht dem kleinen Mädchen galt. Also die Entwicklung von Tannenbaum, die kann ich so erstmal irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Da ist auf jeden Fall so inhärent quasi eine Charakterentwicklung auf jeden Fall drin. So, haben wir hier oben schon alles. Das ist jetzt die Frage. Hier schon, was gibt's hier? Ah ja, okay. Gut. Wasser in Wein verwandeln. In this dump. I've come to accept a very low standard of life. But even at the bottom of this fish tank, a man must have standards. The pathetic prodigy done at Morley Winery has started putting water to his terrible wine.
water. When I confronted him with this fatty, he tells me, Pierre, this is not to worry. The water, she is distilled. It could be worse. I could take it right from the ocean. Ooh, okay. Ja nun. Allgemein, sagen wir mal, stereotype quasi Verballhornung von französischen Akzenten wird meistens ja sowas Racial Insensitivities angeht. Wir haben alle etwas andere Stufe gesehen, als was hier Blackface oder sonst was oder irgendjemand, der einen Finger Chinesen macht und dazu Ching-Chong, Ching-Chong, Ching-Chong macht, aber trotzdem war es irgendwie. Es fühlte sich gerade nicht so richtig an, zumal ich mir ziemlich sicher bin, dass der Voice Actor nicht so richtig nativ französisch ist. Aber gut. Rumor is the tool of the parasite. Fontaine is dead. Rapture lives. Fontaine ist tot. Rapture lebt. Silverwing. Winery, okay. Speichern wir wieder zwischen. Ja, was dieser Pierre Gobi oder wie auch immer er hieß, das französische Abziehbild uns mitgeteilt hat, ist, dass der Wein ja gar nicht so ist, wie er es von der Oberfläche gewöhnt ist. Seht ihr, jetzt macht es auch. Das sollte man nicht tun. Hinterlasst das mal. Und weil wegen Franzosen und wenn die irgendein Problem haben, dann Wein halt, ne? Oder dass der Camembert nicht richtig schmilzt oder das Croissant nicht nach Standard zerkrümelt. Weil wegen Franzosen, wir verstehen uns. Ach ja, der Frosch nicht, den Frosch vergessen. Jedenfalls beschwert er sich, dass er hier unten schon viel mitgemacht hat, aber jetzt hat irgendwie dieses miese Schwein in der Weinkälterei angefangen, dem Wein auch noch Wasser beizusetzen. Und hat er sich beschwert und ihn darauf angesprochen, ob dieses Verbrechens. Und der Typ hat nur geantwortet, hey, das ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe ja destilliertes Wasser genommen. Könnte viel schlimmer sein, ich hätte auch einfach Ozeanwasser nehmen können. Aber nicht. Sag mal, aber, und mein Goal ist doch eigentlich links, oder irre ich mich? Silverwing. Also gehen wir erstmal ins Zollbarring und gucken, was passiert. Not the bees! Very nice! Wicked man! Au! Das ist ein bekacktes Problem. Scheiß Biene. Okay. Seid ihr jetzt gestorben, oder was? So, die guten abgerichteten Angriffsbienen. Hey, das ist derjenige, der uns gerettet hat. Das stimmt, kleines Mädchen. Und danke, dass du mir nicht die Kronjuwelen genutzt hast. Das ist super nett von dir. Gene Bang. Das ist ein Beehive, ich hab einen Fehler gemacht. Ah. Kann ich die brennen? Kann ich euch... Ich hab das dringende Bedürfnis... Oder vielleicht Winterblast, irgendwie sowas? Das funktioniert nur bedingt so, wie ich es mir vorgestellt habe. Auch das funktioniert nicht so richtig. Okay. Okay. Let me try this. Ah, das Mannschaftslager der Stingers. Ich glaube, Jürgen Bienzmann ist in mein Ohr geflogen. Flieht. Ich hatte doch irgendwo noch mal ein Hypo liegen lassen, oder verirre ich mich jetzt? Du brennst? Kannst du mal bitte den Anstand haben, dein Aiming entsprechend anzupassen? Alter, Stone Cold Killer, der Mann. Mann. Also sind natürlich ein ganzes Stückchen widerstandsfähiger, möchte ich mal behaupten, als es in den vorherigen Leveln der Fall gewesen ist, aber dennoch. Da ist er. Haben wir wieder gespart ohne Ende, Leute. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ich habe das Gefühl, dass sie auch mehr und interessanteren Loot fallen lassen. Also gut. Der Kaffee jetzt überinteressant ist, darüber kann man streiten. Ist mir klar. Aber über jegliche Form von Loot will ich mich nicht beschweren. Wie steht's? Brauchen wir irgendwas ganz dringend? Ja, nehmen wir den. $478. Wir wollen schon wieder nicht hin. Wohin mit dem Quatsch? Ja, also wir sehen jetzt, das ist, warte mal, Farmers Market ist effektiv
Willkommensbereich, dann Medical Pavilion, Neptune's Bounty und jetzt Arcadia, vierte oder fünfte Level. Und ja, schon jetzt wissen wir nicht, wohin mit dem ganzen Geld. So, die Bienen. A rapture reminder. The bottom of the ocean is our home, but it can also be a dangerous place. I'm cool. Any leak is a bad leak. Please be report cool too. Report any unexplained water promptly to the Central Council. His light shineth even down here in the murk. Alles cool, Leute. I'm sorry, Father. I'll do what you say. Okay, das Gemecker kommt aus der Winery. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Ach, super. Warte mal, wir hatten doch beim letzten Mal, haben wir doch von der, wie ist es, Tascha? Wie auch immer sie hieß. Von der Imkerin da. 200 Adam, Hypnotize Big Daddy, plus 2 und 4 Medkits. Okay. Auf die Medkits komme ich bei Gelegenheit sicherlich wieder zurück. Können wir gut vorstellen. Eve Saver. Ja, hauen wir mal nochmal raus, oder? Oder hauen wir raus? Ich weiß es nicht. Human Inferno. Das könnte man nehmen. Insektenschwarm. Ja, es muss eigentlich. Nichts leert einen Raum schneller als Schwärme von stechenden Hornissen. Ach, das sind gar keine Bienen. Diese Faker. Warnung. Nicht empfohlen für Nutzer mit Allergien. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, Security Bullseye braucht kein Mensch. Komm, raus damit. Unleash Insects against groups of enemies. Attack lots of enemies at the same time. Es ist schon wieder Footballspieler. Irgendwas will mir dieses Spiel hier mitteilen. Das, ich finde es immer noch ein bisschen irritierend. Engineering Slot, ja, bitteschön. Physicatonic Slot, ja, bitteschön. Spot Boost, Natural Camouflage, Security Evasion, Evelink 2. Spot Boost. Security Invasion. Invasion, ja. Bzz. Oh, das ist auch. Für einen Insektenphobiker ist das auch echt. Nee, komm, das packen wir jetzt. Nee. Schau mal hier. Blitze aus den Händen. Blitze aus den Händen sind sehr, sehr lustig. Das ist eine lustige Fähigkeit, die wir da haben. Die ist viel schöner. Guck mal da. Adam explained. Shotgun, Electric Pack, dankeschön. Okay, hier so die Imkerei. Fröhliche Bienenstock. Bzzz. Zornige kleine Bienen. So. Wenn ich da reingehe, werde ich bestimmt gleich wieder gerippt. Smoker Control? Sehr schön, sehr schön. Ah, ich hörte eine Uhr ticken. Ich weiß genau, was du mir damit sagen willst. Lump. Enzyme Sample. Okay. Boom. Du fliegst unnatürlich, Lady. Ja, genau. Jetzt tickert er nämlich durch und dann kommen die fiesen Viecher wieder und würden mich beißen, stechen und schöne Dinge tun. So, komm. Pling. Noch einmal, bitteschön. Verzieht euch ab ins Häuschen. Napalm. Okay, einmal alles abfackeln? Ist das eine Option? Geht da was? It's now or never. Und ganz sicher lebst du nicht forever. Cursed be you in the city. Judge me. I'll kill you. Get back here and let me finish. Ah, Gott, ey. Ja, wie viele Typen kommen da jetzt noch? Mach doch mal eine Jaille. Würdet ihr bitte auf den Typen? Nee, gehen sie nicht. Schade. Dann halt so. Spawnen die jetzt hier alle? Spawnende Gegner. Bleibe dabei. Discrew. Behäuf. I'm coming in! Are you trying to make this difficult for me? Fine! I'll chase you then! Fuck me, ist das Videogame hier. Nein.
Nein. Echt, jedes Mal, wenn ich eine von den scheiß Dingern hier aufmache. Fuba. Okay, das explodiert gleich. Oder auch nicht. Nur umsonst Sorgen gemacht. Ist denn euer Problem, ey? Ich will nur in Ruhe meine Bienenaule sammeln. Cursed shall be the fruit of thy best. Oh fuck, und raus. Also es scheint, dass nur in festen Bienenstöcken irgendein Enzym ist. Au, ich hab euch. Woe be unto you! Is this come on, good enough for you? Einen noch. Mein Gott, ist das lustig alles. Echt, jeder. Ah, das ist unschön. Nein, 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 das machen wir doch so nicht. Also ich verstehe schon, es soll jetzt halt die Gameplay-Challenge sein, aber das ist genau wieder so ein Ding, wo halt Ludonarrative Dissonanz, ne? Jetzt einmal gesagt. Ruf ist eh jetzt versaut, jetzt kann ich es auch weiter benutzen. Warum? Wo ist der inhaltliche Zusammenhang, dass spontan ihre Leute wieder auftauchen, wenn ich in irgendeinen Bienenkasten reingucke? Sehe ich nicht, was da der spezifische Sinn hinter ist. Ach, haben wir es ja rein theoretisch jetzt, ne? Lässt du mich bitte durch? Ich möchte gern von den Bienen weg. So, könnt ihr ihn bitte auffressen? Seid fair. Seid fair. Okay, sie fressen ihn nicht auf. Sehr, sehr unfaire parteiische Drecksbienen. Könntest du bitte da nochmal durch die Suppe laufen? Das wäre total super von dir. Renne, du Schwein. Das wollte ich eigentlich so gar nicht. Danke. Ja gut, kleine Abzüge in der B-Note hier für den Farmers Market. Ich hoffe mal in der Winery. Unterlassen sie sowas. Ach, ich brauche doch gar nichts mehr. Ich wollte nur gucken, ob da irgendwelche Items sind. Echt jetzt? Echt die Mucke alle da. Guck's da an. Bzzz. Bzzz. Ja, Kinder, war das lustig. Fiese Bienen. Whirly Winery. Why do they wear those masks? Maybe there's a part of them that remembers how they used to be, how they used to look. And they're ashamed. Warum sie diese Masken tragen? Vielleicht gibt es da einen Teil in ihnen, der sich noch daran erinnert, wie sie mal aussahen. Und das führt dazu, dass sie sich irgendwie schämen, weshalb diese Masken tragen. Gut. Das haben wir uns vermutlich auch schon fast gedacht. Weißt du was? Ich bezahle einfach mal den Hack mit Geld. Einfach, weil ich kann. Ich schmeiße einen Fuffi in den Club und so, weißt du? Ja, den machen wir jetzt mal wieder regulär. Wenn es zu einfach ist, dann ist ja auch Quatsch eigentlich. Moins. Hi. Wenn die Sicherheitsanlagen hacken. Andererseits, wenn es wirklich hier wieder irgendwie so einen Spawn-Trigger gibt, dann haben wir zumindest ein bisschen Unterstützung. Und die Unterstützung besteht vor allen Dingen darin, dass wir einfach fröhlich weitermachen können und die blöden respawnenden Gegner ignorieren, weil sich dann die Egons und Turrets drum kümmern. Dankeschön. Ah. Das sind also wirklich genau die zwei Orte, die meiner Person komplett widerstreben. Insektenscheiße und Wein. Mein persönlicher Limbo. Telefon. 1948. Adam acts like a benign cancer, destroying native cells and replacing them with unstable stem versions. While this very instability is what gives it its amazing properties, it is also what causes the cosmetic and mental damage. You need more and more Adam just to keep back the tide.
From a medical standpoint, this is catastrophic. From a business standpoint, well, Fontaine sees the possibilities. Whoa. Was geht hier ab, Menschenvolk? Hey, eigentlich die ideale Gelegenheit. Schön in Action und er ist nicht mal bösartig. Ich vergesse immer wieder. Ich vergesse immer wieder, dass wir die Maschinen ja auch hops nehmen können. Ja, also Tannenbaum erklärt jetzt endlich mal, was genau denn so mit Adam auf sich hat, wie denn der Quatsch funktionieren soll. Und sagt halt, streng genommen funktioniert das also wie ein gutartiger Tumor. Zerstört die natürlichen Zellen im Körper und ersetzt sie durch relativ instabile Stammzellen. Hey Mary, everything okay? Did you hear that Andrew Ryan took control of Fontaine Futuristics? I'm hopping mad. Slow down there, little lady. Sorry, Jim, but I'm real upset. We came to Rapture to get away from government muscling in on private business people. Sure thing, Mary. But Andrew Ryan didn't take control of anything. The government council just assumed stewardship of Fontaine Futuristics until all of Frank Fontaine's crimes and betrayals against the people of Rapture are sorted out. Pretty soon, everything will be back to normal. Really? Well, that's a weight off my shoulders. Remember, Mary, doubting the council only emboldens the bandits. Und wieder eine kleine Mansplaining-Runde. Mary ist irgendwie ziemlich wütend, weil Ryan ja jetzt Fontaine übernommen hat. Fontaine Futuristics, das kann ja wohl nicht sein. Aber warte mal kurz, kleine Mrs. Ich erkläre dir das jetzt mal. Ryan hat Fontaine Futuristics ja gar nicht übernommen. Das Council, der Rat, hat einfach nur die Vormundschaft über Fontaine Futuristics ersetzt. Das ist überhaupt alles kein Problem. Oh, da ist mir aber ein Stein von der Seele gefallen. Ja, denke dran. Das Council zu hinterfragen und zu verdächtigen, hilft nur den Banditen. Interessant ist, offensichtlich muss das tatsächlich, ähnlich wie Bill McDonough das vermutet hatte, so einen Shitstorm hervorgerufen haben, dass sie sich jetzt im PSA tatsächlich genötigt sahen, Mary mal für einen kurzen Moment sogar etwas vehementer widersprechen zu lassen. Sie hat ja dann nochmal betont, ne? Ich bin aber wirklich sauer. Nein. Wahrscheinlich soll das auch so ein bisschen die Einstellung der Bevölkerung reflektieren. Mehr Schaden gegen Bots, auch nice. Das heißt, hier was mostly out of frame. War direkt in meiner Linse, der Lümmel. Okay. Gut. Lustig, wie das Gehirn manchmal funktioniert. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, wir finden irgendwo nochmal einen Audio-Decoder. Einen Audio-Diary, wo der Code zu dem einverschlossenen Raum, den wir da gesehen haben, drin ist. Und wie ich mir das gerade so dachte und das formulieren wollte, fiel mir ein, hey, warte mal, haben wir nicht gerade schon irgendwie was aufgenommen, was wir noch hören müssen? Naja, eigentlich sollte ich die Audio-Diaries ja immer sofort anschmeißen. Aber solange so dieses Selbstkorrektiv noch funktioniert. So viel erst einmal dazu. Na, probieren wir's. Ups. Nee. Ach, scheiße ist. Fotografiere ich dich halt. Das wird mich lernen, hier irgendwas fair and square zu probieren. Ja, wohl dumm. So, wo war die scheiß Station? Bitte kratz mir jetzt nicht ab, Spiel. Danke. Botstation. Hier muss irgendwo eine Botstation sein, oder? Bot Shutdown. Ja, gerade zu und dann. Nervnet. Hey, das kostet Geld. Hey, das ist mir eigentlich völlig egal. Oh nein, guck mal, wir sind so runtergefallen. Könnt euch wieder beleben, aber komm. Für was denn bitte? Ich laufe mit meiner Kamera. Also irgendwie noch so ein merkwürdiger Effekt dieser ganzen Research-Geschichte. Dass man dann effektiv, und sei es einfach nur aus Faulheit, halt sehr schnell anfängt, einfach komplett immer die ganze... Das ist schon wieder sinnlos, Leute. In a word. Dankeschön. Autohacken for the win. 2 destillierte Wasser, $97. Nee, schon wieder voll.
sieht alles. Ja, dass man jetzt hier die ganze Zeit halt im Fotomodus durch die Gegend rennt, warum sollte ich wechseln? Ist das Andrew Ryan? Hey, du bist gespawnt. Toll. Ich sehe schon wieder die Zahnräder. Lass mich nicht sehen, wie du Leute spawnst, ich Kumpel. Also ich habe es jetzt gerade nur so halb gehört, weil der Typ noch drüber gesallt hat, aber ich glaube, das war gerade Andrew Ryan, der meinte, naja, die Reise auf den Meeresgrund, das war nicht meine erste große Reise und ich glaube, wenn ich die Details leider nicht genug ausmachen konnte, dass er da auch angedeutet hat, dass er tatsächlich aus der UdSSR stammt. Das tut er nämlich, André. Und einen Kaffee hinterher, nö, geht so. Er klingt aber merkwürdig nasal in der Ansage, ne? Ist da vielleicht doch wer anders? Huh. Storymäßig passt es aber tatsächlich, also von dem, was er erzählt hat, passt es eher tatsächlich zu Andrew Ryan. Still not stuck game. The children must remain functional to be effective producers of Adam. I had hoped we placed them into vegetative state so they would be more pliable. I find being around them very uncomfortable. Even with those things implanted in their bellies, they are still children. They play and sing. Sometimes they look at me and they don't stop. Sometimes they smile. Das muss halt zusehen, dass die Kinder, also die Little Sisters, dass sie funktional bleiben. Eigentlich hatte sie gehofft, dass sie die irgendwie in einem vegetativen Stadium halten können. Mit Tiefschlaf oder sonst was. Aber das klappt wohl so nicht. Und trotz dieser Dinger, die Tannenbaum ihnen implantiert hat, sind sie irgendwie trotzdem noch ja, Kinder. Ja, sie spielen, sie singen und manchmal schauen sie einfach nur an. Und schauen sie an und hören dann auch nicht auf damit. Und dann lächeln sie. Und das scheint Tannenbaum in verschiedenerlei Richtungen wuschig zu maschen. Au. Aua, Fuß. Besser ist, dass wir den nächsten Safe aufmachen und dann schon wieder zu viel Geld haben. Und außerdem können wir hier nochmal schnell für $10 nochmal voll machen. Gut. Da sippelt's runter. Hallo. Was geht hier? Ew. Lass dir nicht einfallen, von Jesus zu singen, Keule. Okay. Auf you, Pop. Mecker nicht, du hast das verdient und du weißt es. Okay, die haben Hallo. Es ist alles voller Wein. Ja, schön die Rückhand nach der Schelle. Bam! Daddy? Stört dich das nicht irgendwie? Du hast damit strukturell keine Probleme. Hol sie, ihr Tiger. Go, Daddy! Sehr gut gemacht, Daddy. Nope. Thank you, but nope. Auto hängen. Ja, bitteschön. Hauen wir hier nochmal 4 raus. Da ist auch noch 3. Lazarus Vector, jetzt können wir ihn herstellen. Komm, machen wir. Do you have all the
Spectre yet. If you do, best head to a crafting station. Then, head back to Langford's lab and put the whole witch's brew in the mister. That should clear this fog right up. Roger that. From the sounds of that you invent, I'm guessing you're the proud papa of a brand new Lazarus Vector. Now drop the Vector into a gadget called Central Misting Control. Then we'll be cooking with gas. Okay. Funny. Er muss ja glatt nochmal irgendwie das Rohmaterial checken. Irgendwie konnten wir den Lazarus-Vektor jetzt schon zusammen tackern. Obwohl wir die Nachricht, dass, wo er sagt, ey, hast du alles zusammenbekommen, dann such dir mal ein U-Invent. Die hat er uns erst beim Zusammentackern gegeben. Weiß nicht, ob das Spiel vielleicht nicht registriert hat, dass wir diese mehreren destillierten Wasserflaschen, ich glaube, aus dem Safe schon aufgenommen hatten oder so. Wäre auf jeden Fall spannend. Hi. Wer scheißt auf wen? Martin Semmelrogge? Sucht jemanden, der mit ihm zusammen auf die Straße von Berlin scheißt? Scheißt nämlich auf alle? Irgendwie einer der Sketche von Switch, die noch am ehesten hängen geblieben sind. Aber es gab einige gute Sachen bei Switch. Boot, boot. Okay, jetzt rocken wir. Machen wir uns mal wieder oldschool. Ja, für die Standard-Napsel. Jesus. Fubai. Sind aber was widerstandsfähig geworden, die Bengel. Power to the people, yeah. Ich bin voll für Power to the people. Damage increase, Shotgun Rate of Fire? Das ist natürlich auch nice. Ich glaube, ein Pistol Damage increase, aber ey, Machine Gun increase. Den wollten wir machen. Oder wollten wir ihn machen? Ah, ich weiß es nicht. Machine Gun increase, come on. Lustig, ist jetzt die Waffe, von der ich die ganze Zeit rumgeulgt hatte, dass ich die irgendwie ein bisschen lame finde. Das ist die, die wir als erstes ausgebaut haben. Aber ich mag nur mal keine ineffizienten Sachen. Okay. Ich meine, eigentlich geht es hier immer nur um den Kreis, trotzdem bin ich gerade drauf und dran, die Orientierung zu verlieren. Jetzt wollen wir mal ein bisschen systematisch vorgehen. Come on, baby. You told Let's do the twist. Who's that? I'm a Schuss ins Knie zum Sammeln. Herzlichen Glückwunsch. Darfst du behalten. Scheiße, ich hab mal Lo getrunken. Ey, 18 Dollar. Einfach weil ich kann. Batterie, Kerosin. Ifalpo, mehr destilliertes Wasser. Immer ran mit dem Quatsch. Es ist wirklich. Also, es bedeutet mehr destilliertes Wasser hier, als man eigentlich braucht. So viel wage ich jetzt mal zu postulieren hier. Achso, ich dachte, das hätte mich jetzt. Schon wieder angezählt hier. Was bist du? Er hat Film. Er hat zwei Film. Zwei im Film ist besser als ein Film. Er hat zwei schöne Schnappschüsse machen. Tote Miete Katz. Ah, okay, reden wir. Zigaretten, Smoke. Arcadia, Rapture's Vacation, bla. Napalm, mehr Napalm, viel zu viel Napalm. Zigaretten, zack, Hypo. Photograph ist I1. Jeder Forschungsfotograf möchte den kleinen extra Vorteil und das Auge des Fotografen ist deins. Sobald du diese unschätzbare Gene Tonic eingespliced hast, dann wirst du es verstehen. You'll get the picture. Aber wieder so eine Zweideutigkeit. Ich glaube, zwei sind besser als einer, oder? Muss ich wohl doch nochmal rüber zu Silver Wings, weil da habe ich schon Bock drauf. Ah, da ist es. Jawohl. Sehr schön. Das ist aber frei, Director's Commentary. Wir haben den Lazarus Vector. Hi. Ich grüße dich. Panzer. Ganfu. Ich würde hier so gerne hoch. Er hat so viel Mumpe verloren. Automatic Hack Tool hat die feine Dame. Oho. Rubber Hose, zack, Pistol, Scheiße. Wieso genau ist da oben
Also, für was? Was ist da das Szenario? Durchschleuser. Hier geht's wieder nach ganz oben. Da wollen wir noch nicht hin. Hier war doch irgendwo dieses Ding, wo man irgendwie auf so Balken drauf hupfen konnte, wenn man denn wollte. Ja. In dem Suicide Boy. Hier ist es nicht. Okay, das ist jetzt nochmal ehrlich. Hier ist. Jawohl. Achso, das war genau da, wo wir unseren Schissel gefunden haben. Ist ja irgendwie. Bringt mir das was zu versuchen, da rüber zu hupfen? Nein. Tut es nicht. Dinge explodieren. Hehe. Da ist der Houdini-Splicer schön an unserer modifizierten Herzstation geplatzt. Wie es der Plan war. Forsaken me, your trust in mine. Sorry. Wie gesagt, weitestgehend funktioniert mein Hirn. So, das ist einfach. Ah. Du mieses Schwein. Was du dir erlaubst. Das ist tatsächlich sehr stark. Oftmals. Du Knüppel. Mal schön brennenderweise hier direkt reingeballert. Oh, hat schon gereicht. Nice. Dann müssen wir jetzt um die, selbst um die Houdini-Splicer keine Rübe mehr machen. Das ist auch was wert. To the garden we are growing. Was wollten wir haben? Das ist eine Physical. Ja, nein, weiß nicht. Was bist du? Combat, ne? Der Fotografer, ja. Combat. Kommt sofort. Combat Tonic Slot, ja, bitteschön. Und dafür nehmen wir natürlich den Fotografers. Ah, ich hoffe mal, die stacken, wenn nicht. Into the garden we are growing. So, Deluxe, Suite und so weiter. Ich habe es ja beim letzten Mal angekündigt. Ich werde jetzt, da wir vorerst oder vermutlich auch dauerhaft den Farmers Market jetzt verlassen werden, werde ich gleich nochmal eine Runde checken, ob denn alle Splicer erschossen sind. Was die alles an Hacktools mitschleifen, das ist irre. Werde ich nochmal gucken, ob wir zumindest alle Audio-Diaries eingesagt haben, die wir so haben wollen würden hier und ob es noch irgendwas ganz besonders Relevantes gibt, was man da gegebenenfalls mitnehmen sollte. Und, Houdini-Splicer. Muss ich dich auch wegzerzaubern, ne? Können wir machen, kein Problem. Oder ich ignoriere dich einfach. Ach, da ist sie wieder. Na gut, dann bringen wir das hier noch zu Ende. Ja, wie gesagt, ich schaue jetzt nochmal ganz kurz nach und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe nachgeschaut, also im Farmers Market haben wir nicht viel verpasst, bis auf eine Sache. Ich hatte es ja schon angesprochen, die eine Tür, die mit einem Keylock versehen ist. Don't fight the inevitable. Run out of oxygen soon and just go to sleep. Was ist denn jetzt hier los? Ich dachte, ich hätte schon alles. Stopp. Schild. Schildi. Schildi ist links, okay. Gotta catch them all. Woo. Hier. Hey, der Alarm ist abgeblasen, Jungs. Chill. I loot you. Tap, tap. Okay. Phew. Ich dachte echt, ich hätte sämtliche Kameras mir schon eingesackt, aber vielleicht haben sie hier nochmal nachgelegt, während wir weg waren. Ja, sagst du mal, wie in dem Psufa? Hey, juhu. War es überhaupt eine Kamera oder hat es einfach jetzt der gute Ryan mal einmal so aus dem Ärmel geschüttelt, den Alarm? Ja, sieht eher nach zweitem aus. Wollte ich doch sagen. Sagt er mir, ich soll mich nicht dem Unausweichlichen entgegenstellen. Sauerstoff geht bald alle und dann ist Feierabend.
Ich sage allerdings nein. Da unten liegt was. Was ist das? Achso. Eine Waffe. Flupp. Spring für mich. Kleiner Spring ins Feld. Oh, mehr Bastelstuff. Auch immer gerne genommen. Genau. Also, es gab ja noch diese eine verschlossene Tür. Den Code finden wir tatsächlich auch in einem... in einem Audio-Diary, aber in keinem, was wir im Farmers Market selbst finden. Da müssen wir tatsächlich nochmal zurück. Das finden wir allerdings erst später. Ich kenne den Code jetzt halt, weil ich nachgelesen habe, aber wollte den noch nicht anwenden. Oder zumindest mal einen halbwegs straighten Spieldurchgang simulieren. Wäre natürlich auch spannend herauszufinden, ob man ihn trotzdem benutzen kann, aber davon habe ich jetzt erstmal abgesehen. Da kommen wir also auf jeden Fall nochmal drauf zurück. Hier in Arcadia fehlt uns eigentlich nur noch eine Sache, wenn ich es richtig sehe. Ich gucke mal ganz fix. Und zwar müssten wir eigentlich... Ach, scheiße, die werden zusammengelegt. Ah, ärgerlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 22. Okay, lassen Sie mich das kurz prüfen. Sehr schön. Okay. Also, gerade nochmal schnell nachgeschaut. Also, wir haben tatsächlich im Farmers Market haben wir alle Diaries. Hier fehlen uns zwei. Eins kommt definitiv noch und eins müssen wir nochmal kurz suchen gehen. Ist die Frage, machen wir es am besten jetzt oder machen wir es nachher? Wir machen es nachher, würde ich sagen. Wenn wir schon mal hier sind. Oder ist das jetzt hier der Ausgang? Nee. Da geht's nach oben wieder zu Julie Langford. Also zu ihrer Leiche, um genau zu sein. Lady. Oh, darling, 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 you shouldn't have. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, brenne, ne? Tut mir leid, Julie. Oh, du bist ja gar nicht Julie, du bist nur Houdini-Splicer und Lennon-Splicer. Wo ist denn... Ah, hier, ja. Ah, Sadness. So, was geht ab? Ich soll hier irgendwo was reinballern. Da. Fump. It seems Julie's death didn't provide a clear enough lesson to you. Perhaps this will suffice. Ryan's got your number. No doubt he'll be sending company. Best to head back to the lab entrance and seal her up. Might be the only way to keep the splicers out. Okay. Da will uns der gute Andrew gleich noch eine Lektion erteilen. Wollen wir doch mal sehen, ob er diesmal sich da besser anstellt. Brenne mal bitte, danke. Wo genau sind wir hier eigentlich? Elektrisches Gel. Okay. Cool. Läuft. What are you waiting for, Boyle? Ryan's lads are on their way. Get the lab entrance sealed. Ich dachte. Ah ja. Oh, er hat mir ein Paket geschickt. Das ist ja nice. Did you get that door closed? Good. That should buy some time. Kann ich hier irgendwie Proximity Mines? Ich meine, wenn ich jetzt so nett gesponsert bekommen habe. Was soll ich jetzt machen? In a word. Mal vermieden. Zack. Zack. Was haben wir da hinten etwa noch Eindringlinge? Warum ist denn jetzt Alarm los? I don't know what I should do. Macht's boom. Hallo?
Hello? Geist? Ihr spawnt doch schon wieder aus der blauen Luft heraus, Leute. Was ist denn da los? Ah, Houdini-Splicer. We can see you, you know. Get out of my territory! Oh, das reicht jetzt aber auch mit Proximity Mines. Ich bin mir gerade ultra unsicher. Soll ich irgendwas machen oder ist das jetzt hier? Kill all the Sploicers until there are no more. Oh ja. Okay. Putzen wir uns hier mal einen Meter. Was? Fuck, das sind Elektrobugs. Mein Fehler. Scuse. My bad. Run, you pathetic woman. Woman. Assi, Junge. Ich geh mal nach oben und gucke, was der Sud macht, ne? Ihr kriegt... Ich kann nicht nach oben. Mhm. Sag mal, welche Mumpe kann ich hier kaufen? 00 Bucks. Sehr schön. Sure, dann machen wir das jetzt so, oder was? Eine Standardprozedur. Aua. Hauptsache, ich mache Rosie nicht ärgerlich. Huh. Naja, leicht angespreist, ne? Not exceptionally good, this whole shit. Jetzt kommen wir die Houdini-Splicer. Ich hitte den damn Switch. Jo, das wohl. Ab zu Rolling Hills, ab in die Metro. Zeit, dem guten Andrew Ryanman persönlichen Besuch abzustatten. Bisschen Danke sagen bei den Nettigkeiten hier, mit denen er uns gesegnet hat. Vorher noch den Loot klar machen. Oh nein, aber kleiner Gunturret. Warst einer der Besten. Okay, Sauerstoff wiederhergestellt, oder was? What is it? This is mine! Okay, irgendwo im T-Garden soll das vorletzte Audio-Diary versteckt sein. Wir gehen nochmal kurz auf die Jagd hier. Also erstmal wieder nach oben. Ah, da wird keiner kommen, Buddy. Alle kleinen Schwestern sind schon müde und nach Hause gegangen. Ja, weil ich sie gerettet habe. Etwas dramatischer Seite, Schwester. Tiger, da haben wir noch. In der Private Area, so war das beschrieben. Dort soll noch das letzte Audio Diary liegen. Bist du hier die Private Area? Nein, du bist nicht die Private Area. Who is Atlas? Wer ist Atlas? Mein allerbester Freund.
Bäh. Hier also. Ja, schön erstmal eine Viertelstunde durch die Gegend geguckt hier. Na, beim Stuhl. Adam, Massenproduktion. The augmentation procedure is a success. The slugs alone could not provide enough Adam for serious work, but combined with the host, now we have something. The slug is embedded in the lining of the host's stomach, and after the host feeds, we induce regurgitation. And then we have 20, 30 times yield of usable Adam. The problem now is the shortage of hosts. Fontaine says, patience, Tannenbaum. Soon, the first home for little sisters will open. And that problem will be solved. Okay. Jetzt haben wir es final schwarz auf weiß. Von einem Geheimnis würde ich ohnehin schon nicht mehr sprechen. Aber ja, Tannenbaum sagt halt, die Seeschnecken alleine produzieren nicht genug Adam, um naja, damit zu arbeiten. Aber zusammen mit dem Wirtskörper sieht die Sache schon ganz anders aus. Also nachdem der Wirt, beziehungsweise die Wirtin, kleine Little Sister, gegessen hat, dann wird ein Würgen induziert. Und dann gibt's gleich 10, 20, 30-fach das Adam, was die kleine Schnecke allein liefern könnte. Und damit läuft das Ganze dann. Das einzige Problem, was Tannenbaum anmeldet, ist halt ein gewisser Mangel an Wirtskörpern. Woraufhin Fontaine antwortete, Geduld, Geduld. Sobald das erste Little Sister Waisenhaus aufgemacht wird, haben wir da keine Probleme mehr. Das ist also wirklich sehr unschön. Puzzeln wir mal zusammen, was wir bisher über die Little Sister Orphanages wissen. Also Fontaine hat es gegründet, jetzt wissen wir auch warum. Nämlich um Wirtskörper für Adam produzierende Seeschnecken zu bekommen. Aus dem PSA, was hier immer über die Radiosender gespielt wurde, wissen wir, dass es nicht nur tatsächliche Waisenhäuser sind, sondern naja, es wird ja explizit so angepriesen, hey, wenn du mal finanziell ein bisschen knapp bei Kasse bist oder in schlechten Zeiten, dann gib doch deine Tochter einfach in eine unserer Orphanages. Da kriegt sie eine kostenlose Ausbildung, Kost und Logis, weil Kinder die Zukunft unserer Stadt sind. Womit? Also dieser Slogan ist ja nicht gelogen. Die Verantwortlichen sahen ja in den Little Sisters die Zukunft, den ganzen Adam, was da produziert wurde. Aber trotzdem. Also von armen Leuten werden quasi die, ursprünglich muss man ja dazu sagen, ursprünglich die Töchter gecasht, indem man die Eltern halt mit Geld geködert hat. Später, das wissen wir aus den Audio-Diaries von Marisha Lutz. Why are you so resistant to the traditional methods of separating a man from his soul? You're not CIA, are you? You belong to Atlas, the one roach I can't seem to exterminate. Don't worry. I just need time to find the proper poison. Andrew. Ja, wir sollten unsere Standards bewahren, auch wenn es mal ein bisschen schwerer wird. Das ist richtig, ja. Andrew Ryan ist so ein bisschen angenervt und er meint, ey, warum bist du verdammt nochmal so resistent gegen die üblichen Methoden, mit denen man so normalerweise einen Mann von seiner Seele befreit, also ihn umnietet quasi. Du bist doch ganz sicher kein CIA-Typ. Na gut, du bist wohl ganz sicher einer von Atlases Leuten. Die eine Kakerlake, die er bisher nicht zertreten konnte. Ich soll mir aber keine Sorgen machen. Über kurz oder lang findet er schon das richtige Gift. Er möchte also gerne Kammerjäger sein, unser Andrew Ryan. Und bisher war er da kein sonderlich guter Kammerjäger. Ja, was ich sagen wollte, Mariska Lutz hatte ja gesagt, ihr Kind wurde ja quasi nicht auf die Initiative der Eltern hin entführt, sondern ja, Ryans Leute haben sie einfach mitgenommen. So nach dem Motto, ja, ich muss jetzt die Stadt retten und wurde dann in eine Little Sister umgewandelt. Was bedeutet, irgendwann muss Ryan halt auf diesem Zug auch mit aufgesprungen sein. Und, das sieht hier nicht so gut aus. Und, ja, hat dann nur einfach vermutlich unter dem Kriegsrecht, vielleicht lief der Bürgerkrieg zwischen Atlas und ihm zu dem Zeitpunkt schon. Man weiß es nicht genau, ne? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das hier in der Originalvariante ein bisschen besser aussieht. Ich habe mir in der Zwischenzeit jetzt mal ein paar Vergleichsvideos reingezogen, um auch mal für fortgeschrittenere Level mir mal anzugucken, okay, was haben sie denn jetzt eigentlich aufgebügelt? Und die traurige Tatsache ist, dass, naja, sagen wir mal, ein paar Texturen halt vielleicht ein Stück höher aufgelöst werden, aber wirklich nur marginal. Und was sie halt hinbekommen, was zumindest auf den Konsolen ein Faktor war, also mehr oder weniger flüssige 60 FPS. Hier rauszukitzeln aus der ganzen Nummer. Aber an ganz vielen Stellen sieht der Remaster tatsächlich schlechter aus als das Original. Weil bestimmte Lichtreflektionen sich nicht vernünftig auf Wasserflächen spiegeln. Weil es manchmal zu so irgendwie merkwürdig abgeschnittenen Geschichten wie hier kommt. Das ist also leider, muss man sagen,
verfestigt sich halt, wenn man vorhat, Bioshock auf dem PC zu spielen. Und ihr wollt nicht unbedingt diese goldenen Filmrollen, der Grund, weshalb wir ja jetzt hier die Remastered spielen, dann nehmt das Original, das gibt es auch wie auf dem PC üblich. Einen Vorteil muss das ja haben. Gibt es eine ganze Bandbreite von irgendwelchen Mods, die so die gröbsten Sachen irgendwie ausbügeln. Und da kommt man damit vermutlich nochmal in Tacken bessere Experience geliefert. Die große Kette wird geführt von unserer Hand. Jawohl! Und hier haben wir... Oh, ein Gift. What is this? Ich habe schon wieder die böse Taste gedrückt. Das war jetzt natürlich mein Fehler. Ich glaube, das Spiel hat gehört, dass ich es gerade gedisst habe. Aber genau das ist auch einer der Gründe, warum wir das eigentlich jetzt so nicht empfehlen können. Die Remastered Edition. Gerade merke ich, bin ich ein bisschen genervt. Das ist schon wieder passiert. Langsam beginnt es wirklich so ein bisschen Rost am Charme anzusetzen. Diese ganze Aktion hier. Okay, würde ich sagen, beenden wir das Experiment mal für heute. Machen dann beim nächsten Mal weiter. Ich flutsch dann nochmal dahin, wo wir zuletzt gewesen sind. Und dann machen wir da weiter und gucken uns beim nächsten Mal dann mal das nächste Gebiet an, was auch immer das sein mag, nachdem wir durch die Badestür durchgerutscht sind. Gut. Sollte ich jetzt irgendwie... Ich merke, es nervt mich gerade wirklich. Es nervt mich tatsächlich so sehr, dass ich glatt vergessen habe, wo ich gerade eben noch gewesen bin und ob ich den Satz schon zu Ende gebracht habe. Ich gucke mir das Rohmaterial an und zur Not führe ich das dann beim nächsten Mal auch nochmal aus. Ganz vielen lieben Dank, dass ihr das gemeinsam mit mir durchsteht hier. Wie immer, ne? Über Abonnements freue ich mich, über Daumen freue ich mich. Am meisten freue ich mich aber, wenn ihr vielleicht beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Dementsprechend lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.